Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Outlast mit dem Leo alias den 16 und dem Lukas alias Evil Entertainment. Was, dankeschön. Den hab ich bis jetzt noch nie gebracht. Wieso nicht? Wieso bin ich? Ich weiß nicht. Du kannst es. Von das Peinliche, du kannst es besser wie ich. Und ich heiße genau. Und ich nenne mich Evil Love Entertainment. Sehe nicht. Der kommt da oben. Scheiße, bin ich langsam! Oh. Ja, scheiße! Okay, das war's. Schade. Ah, du kannst noch davonlaufen. Ja. Vielleicht. Mit viel Glück. Holy crap. Holy crap. Ja, ich weiß. Oh, ich kann nicht mehr laufen. Ich hab kein Stamina mehr. Ich kann nicht mehr laufen. Jetzt kann ich wieder laufen. Ich muss doch da hoch. Drüber. Na komm. Go, 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 go! Du schaffst es! Scheiße. Du schaffst es! Ah, das ist gerade ein bisschen spannend. Yay! Go on! Go on, run! Run! Bitch! So, jetzt ist er nicht mit dem Raum. Jetzt weiß er es nämlich nicht. Fuck, hab ich einen Schiss bekommen, Alter. Der war nicht in der Tür, der war schon direkt neben dir. Ja. Oh mein fucking Gott. Das war... Ich hab schon den Kieferschmerz. Was macht er noch? Das macht er schon, das muss ich nicht auch noch machen. Genau. Aber dann ist es Stereo. Mach ich meine Spur kurz links, eher rechts. Dann ist es Stereo. Dann machen wir Surround 5.1, dann mach ich auch noch mit. Da also. Jemand muss bluten. Wie darf ich denn das verstehen? Kannst du da durch die Tür? Big. Nein. Ich schätze nicht. Hoffentlich verrätst du es nicht. Ja, genau. Sonst würde ich dich schlagen. Ja, das mit den Batterien ist doch gut gemacht. Der kommt doch jetzt die Treppe hoch. Der ist doch schon drüben. Achso, der ist schon drüben. Okay. Schauen wir mal. Ich glaube, wir müssen da lang. Okay. Ja, oh ne, eine Enge. Hört die Augen zu? Nein, passt. Gut, ich hatte sie ganz kurz zu. War das die Tür? Da hat nicht. Ich schau nur. Jetzt hat's gerade vibriert. I'm just looking. I'm just window shopping. Ja. Hallo. Mein lieber Freund. Ich meine, er macht's eigentlich richtig, abgesehen davon, dass er. Wie geht. Oh. Darf ich ihn die. Du armer Mann. Hand schütteln? Spooky! Okay, weiter geht's. Glowing Eyes in the Dark. Oh nö. Ja, genau. Servieren wir uns auf dem Silbertablett. Müssen wir. Ah, nee. Hier ist aber gar nicht, gell? Da sind die ganzen anderen Verrückten. Durchgetreten. Ja, noch. Hallo. Bist du die Justitia? Weil du bist blind? Ja, juckt es dich? Was? Der läuft mir hinterher. Das ist nicht cool. Das ist nicht cool. Gar nicht cool. Nein, mach. Ja. Wieso? Wieso läuft er mir hinterher? Er will dich umarmen. Ich will dir irgendwas sagen. Es juckt ihn. Du sollst ihn kratzen. Ja, aber wie? Hau ihn. Ich mach mal die Kamera weg. Ach, übrigens, es gab ja die. Hast du die Frage schon beantwortet, ob man sich irgendwann wehren kann? Nö, aber man kann sich nicht wehren, so viel ich weiß. Also, ich hab's nicht durchgespielt, ich hab bloß bis zu einem bestimmten Punkt geschaut. Den haben wir mittlerweile überschritten. Ja, achso, mit React. Ja. Ja, genau. Waschen. Nurse! Der Krankenschwester gesagt. Ja, aber das Schlimme ist, in Krankenhäusern, man stellt sich das da ganz toll vor, wenn man eine hübsche Krankenschwester erwischt. Aber, die sind für gewöhnlich. Also ich hab... Oh. Also das habe ich erwartet, muss ich total ehrlich sagen. Ich nicht. Wenn du so halb aufpasst, dann erschrickst du dich natürlich, aber... Na, Lukas? Schau mal drin nach, ob das eine Batterie ist oder so. Ja. Bitte nicht im Klo, das wäre scheiße.
Entschuldigung. Mahlzeit. Danke. Nein, ich weiß, was passiert. Echt? Meinst von hinten einer? Ja. Noch nicht. Noch greift keiner von hinten rein. Das Experiment läuft immer noch. Oh, meine von... Oh je. Das war knapp. Ja. Geht. Was he did say? Not kill his enemies. Er hat seine Gegner nicht umgebracht. Zeuge. Ach Gott. Und da. Oh nee. Was? Ich wette, auf der Website gibt's wirklich halt was. Denver Eagle. Okay, es gibt keine zweite Seite. Wernicke? Er wurde 1918 in München! Yeah, München! Obwohl, eigentlich... Er wurde in Deutschland geboren und erlangte großes Ansehen in mathematischen Wissenschaften und Kreisen. Ja, okay, das könnt ihr euch durchlesen. Pioniker? Pioniker oder Pionier? Was hat er geschrieben? Keine Ahnung. Du kannst es dir nochmal angucken und pausieren. Du willst doch bloß Klicks. Hey, das finde ich jetzt unfair. Inactive. Du willst doch bloß eine Klickhure. Finde ich jetzt echt unfair von dir. Das ist nicht Klickhure. Ich muss noch höher. Ah, nehmen wir hoch hinaus. Die armen Leute hier überall. Oh lala. Lala. Le fromage. Da ist Batterie. Ich dachte, da sitzt einer. Das habe ich in The Forest immer auf größere Entfernungen, diese blöden Büsche, die überall stehen. Da denke ich immer, da steht einer. Geht doch nicht. Hallo. Hier ist offen. Wir nutzen die ganze Zeit, damit wir... Ich habe nicht auf die Uhr geschaut, wenn wir angefangen haben mit dieser Folge. Ich sag einfach mal. Was? Oh, willst du mir wehtun? Willst du mir wehtun? Nee, das war ja Zufall. Glaubst du? Läuft er was? Wieso läuft er mir danach? Jetzt läuft er dir ja nicht mehr nach. Ja, jetzt nicht mehr. Mach mal nachts die Knall. Ja, das war klar. Sei dich. Ach, komm on. Beim letzten. Da habe ich jetzt echt damit gerechnet. Echt, und ich hab gezittert, ey. Gezuckt habe ich. Zuckt. Da ist einer dahinter. Was haben die eigentlich alle mit ihrer Haut? Das werden wir vielleicht erfahren, oder vielleicht auch nicht. Tut mir leid. Will ja nicht wehtun. Ich glaube, die sind alle total harmlos hier. Die meisten zumindest. Ja. Manche werden total verrückt und die anderen bleiben... Einfach nur ängstlich. Ja. Obwohl, ich weiß nicht, ob ängstlich das noch richtig trifft. So viel zu Blut, gell? Mhm. Da hinten ist noch eine Kenne. Shen. Ohne Batterie. Leider. Und hier ist auch ohne Batterie. Weißt, doch, nein, da ist mit Batterie. Oh, geil. Yeah. Da hat sich das sogar gelohnt. Du kannst maximal 10 Batterien mit dir rumtragen oder was? Ach, der ist dahinter. Ich dachte schon, das wäre ein Blutfleck auf der Treppe. Der sich bewegt. Mensch. Ja. Weil ich mich selber bewegt. Ich glaube. Da sind die Duschen. Es ruckelt. Es ruckelt. Ruggled. Ruggled. Du musst ja dem Blut hinterher, ne? Ja. Du kannst auch in die andere Richtung laufen. Das wäre mir sogar fast lieber. Wallrider, das war das Projekt. Ja. Das Wort Warrider taucht hier überall auf. Murkoff hat hier ein Experiment durchgeführt, das Project Warrider heißt. Aber die Patienten sprechen von Warrider, als ob es eine physische Präsenz wäre. Ein Geist oder Dämon. Etwas, das sie im Berg gefunden haben. Ich würde es gerne als schizophrene Einbildung abtun, aber ich habe etwas gesehen. Vielleicht war es eine kleine Störung der Kamera. Oder vielleicht werde ich auch langsam verrückt. Sag ich doch, das grüne Gas. Wo sind wir hier? In der Dusche. Danke. Nicht bücken. Müssen wir hier runter? Ich befürchte es fast. Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, da links hin. Unten lag irgendwo was. Wirst du? Hier, war rechts? Nee, hinter dir jetzt praktisch. Rechts? Was? Ich glaube, da lag irgendwo eine Batterie. Oh! Keine Ahnung, da irgendwo bei einer Säule, im Dunkeln.
bei dir da irgendwo, glaube ich. Nö. Nö, doch nicht. Ach, dann war es die Pfütze. Die da geglänzt und geschimmert hat. Da aber, da. Da war was. Da war es doch. Ich werde auch die Dings, die Nacht, Infrarot-Nachtsicht immer ganz ausschöpfen. Nur fies ist, wenn du halt dann Batterie wechseln musst, wenn es stockdunkel ist und auf einmal einer vor dir erscheint. Oh, wie zum Beispiel jetzt, wo es geflackert hat. Ich mach kurz die Augen zu. Oder schau kurz weg. Aber wer singt denn da so schön? Ja. Also irgendetwas, also das kann nicht gut gehen hier. Nee, das kann einfach nicht gut gehen. Jetzt sieht man nur nachts nicht aus. Ich finde einen Weg aus der Kanalisation, da ist es hell. Toll, Kanalisation. Zu verarschen. Hä? Oh Mann. Wieso? Das Spiel fordert einen. So ein bisschen, ja. Das fordert einen schon sehr. Hallo. Was hat der hinter sich gehabt? Vielleicht ist das Raucher. Das war hier, ne? Ja, aus der Richtung ist er gekommen, in die ist er gelaufen. Ich weiß, es ist immer eine dumme Idee, hinterher zu laufen, aber... Man weiß ja nie, vielleicht ist es ausnahmsweise mal eine gute Idee. Ich tue es einfach. Ich bin Enthüllungsjournalist. Dreh zwei Ventile auf, um... das Wasser abzulassen. Ich hasse das. So, wo ist der You are here? Button. Punkt. Ja. Ich glaube. Ich glaube auch fast, dass wir das nee, wir sind. Nee. Da geht's zwei. Vielleicht sind aber die. Female Drain. Und in diesem Sinne sagen wir vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Okay. Ja, keine Ahnung, ich wollte einfach irgendwas. Ich will hier raus. Das war gar keine Kritik. Ja, bis dahin sagen wir viel Spaß, viel Vergnügen. Und der Lukas sagt... Wieso eigentlich Female?